Alter. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle JDM Tooltip. Und zwar zum Thema Essentials am Wasser. In dieser Videoreihe möchte ich gerne mal auf die Tools oder das Tackle eingehen, was ich am Wasser beim Angeln nicht mehr missen will. Damit meine ich Dinge, die mir wirklich zu 100% am Wasser weiterhelfen, meinen Angeltag stressfreier gestalten lassen und mir auf jeden Fall auch Zeit und Arbeit am Wasser ersparen. Die Nummer 1 an Tools bei mir ist momentan aktuell das Rig Wallet. Beziehungsweise auch Vorfachtasche genannt. Gerade für diejenigen, die sehr viel mit Rigs fischen, also Texas Rig, Carolina Rig, Dropshot Rig, Kickback Rig und so weiter und so fort, denen wird mit diesen Vorfachtaschen wirklich weitergeholfen. Da ich sehr viel mit Dropshot und Carolina Rig gefischt habe, waren für mich so eine Rig-Taschen, so eine Vorfachtaschen einfach unumgänglich. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Zeit mir diese Taschen am Wasser sparen. Ich brauche einfach nur reingreifen, mir ein neues Rig rausnehmen, in den Snap einhängen, fertig. Vorgebaut habe ich die Rigs natürlich zu Hause, also ein bisschen Arbeit muss man sich natürlich machen, aber da kommt man eh nicht drum rum. Entweder macht man es direkt am Wasser, was tierisch nervig ist, nach einem Abriss oder ähnlichem, oder man nimmt sich die Zeit zu Hause, wenn man sie dann auch hat, und baut dort seine Vorfächer alle zusammen und packt sie dann anschließend hier, ich habe hier meine Vorfachtasche, die ich aktuell am meisten nutze, und packt sie dann in diese praktischen Slider Plastiktaschen. Sieht man auch einen Dropshot Rig drinne, und das ist jetzt hier eine Dropshot Rig Tasche für mich. Da habe ich jetzt nur Dropshot Rigs drinne, aber da kommen dann auch zum Beispiel C-Rigs, also Carolina Rigs rein, oder auch Texas Rigs, Kickback Rigs. Das könnt ihr euch entsprechend selber natürlich aussuchen, aber die passen hier auf jeden Fall alle wunderbar rein. Ihr macht das Ding zu, packt das in eure Angeltasche und fertig ist die Laube. Diese Vorfachtaschen gibt es natürlich in unterschiedlichen Varianten, Größen, Formen und so weiter und so fort. Ich habe hier jetzt mal ein paar zum Zeigen hingelegt. Das hier zum Beispiel ist eine kleinere Rig-Tasche von Megabass. Hat auch so kleine Fächer hier, so Plastikfächer. Da kann man entsprechend seine Vorfächer oder auch Tackle reinpacken, wie Bleigewichte, Bullet Weights und so weiter und so fort, Köder. Also ihr seid da auch nicht festgelegt auf Vorfächer wie ein Dropshot-Vorfach oder ähnliches. Ihr könnt in diese Vorfachtaschen natürlich auch alles andere reinpacken. Also das ist euch dann natürlich freigestellt, logischerweise. Aber wichtig finde ich, deswegen habe ich hier so ein paar mehr Vorfachtaschen hingepackt, damit ihr wisst, dass es auch unterschiedliche Größen gibt. Ne? Also ihr müsst euch hier nicht auf eine Taschengröße einschießen und die dann nur benutzen, sondern es gibt wirklich unterschiedlichste Größen, Formen. Hier zum Beispiel eins von Shimano, auch klassisch mit so Zip-Taschen, wo man dann auch seine Vorfächer reinpacken kann. Also für jede Größe, für jeder Mann, jeder Frau ist hier was zu haben. Wie gesagt, mein absoluter Top-Tipp, holt euch so eine Tasche, denn am Wasser sehe ich immer noch viele, viele Angler, die ohne so eine Tasche unterwegs sind. Und man kann es natürlich auch ohne machen, ist ja auch gar kein Problem. Keiner wird gezwungen, sich so eine Vorfachtasche zu kaufen. Aber ich sag's euch, es bringt einem so viel mehr Zeit am Wasser. Dann ist es windig, jeder kennt das, ein Vorfach oder irgendwie ein Vorfach neu zu binden bei Wind ist tierisch nervig, kalte Finger im Winter. Da ist es wesentlich einfacher, das Ganze hier aufzublättern, Reißverschluss aufmachen, reingreifen, Snap aufmachen. Das ist vielleicht noch das einzig Nervigste im Winter, den Snap aufzukriegen mit kalten Fingern, aber das muss man sowieso machen. Hier reingreifen, Vorfach rausnehmen, einhängen in den Snap, fertig. Wie gesagt, meine Nummer 1 aktuell, ich wüsste jetzt kein Tool, kein Hilfsmittel, was mir mehr aufgefallen ist in der Nutzung als ein Rig Wallet. Das habe ich wirklich gerade bei mir im Gewässer sehr hängerträchtig. Also man hat auf jeden Fall seine Abrisse, sogar mit Dropshot Rig und Carolina Rig, die ja entsprechend weniger hängerfreudig sind durch Offset-Haken oder einen Dropshot mit dem Blei, was dann nur abreißt. Trotzdem habe ich häufiger mal am Tag auch mal den ein oder anderen Abriss. Und da bin ich wirklich dankbar, dass ich diese Vorfachtasche habe. Und auch das Packmaß ist sehr dankbar, beziehungsweise die Dinger sind wie eine Mappe, also sehr, sehr elastisch. Man kann sie ja notfalls auch rollen und kann sie irgendwo in die Seite schieben. Das Ding hier ist natürlich sowieso super klein, ist wie ein kleines Portemonnaie. Die Dinger sind auch sehr elastisch, also
das passt auch in jede noch so kleine Angeltasche rein. Also das sollte kein Problem sein, beziehungsweise sollte man sich für sowas auf jeden Fall den Platz nehmen. Also super simpel und richtig hilfreich. So, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch damit vor allen Dingen weiterhelfen, euren Angeltag ein bisschen vereinfachen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch gerne ein Like da, ein Abo da, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall beim nächsten Mal eine Tight Line am Wasser. Beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.